Kolleginnen und Kollegen. In meiner ersten Rede heute geht es um das Thema Pflege im Alter. Viele von euch werden sich fragen, wie kommt sie darauf, so ein Thema für die heutige Übungsrunde auszuwählen? Wir sind doch alle noch jung und gesund. Aber wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dann fallen uns entweder in unserer eigenen Familie oder in den Familien von Freunden und Bekannten, Großeltern oder vielleicht sogar Eltern fortgeschrittenen Alters ein, die Hilfe benötigen. Und deswegen lohnt es sich, sich einmal näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir werden uns heute anschauen, welche Möglichkeiten es gibt und was jeweils die Vor- und Nachteile sind. In Deutschland zum Beispiel gibt es viele verschiedene Möglichkeiten der Pflege, wie etwa die häusliche Pflege, die Kurzzeitpflege und die stationäre Pflege. Ich möchte mich aber jetzt zunächst mal auf die häusliche Pflege konzentrieren. Wenn man Menschen fragt, wie sie im Alter einmal leben möchten, dann ist die spontane Antwort oft von zu Hause, ganz klar, solange es geht. Aber so einfach ist das eben nicht. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Land lebt, so wie die Situation in meinem eigenen privaten Umfeld ist, dann ist es so, dass die älteren Menschen sich oft nicht mehr trauen, Auto zu fahren. Und dann hat man eben das Problem, dass man nirgendwo hinkommt, weil der öffentliche Personennahverkehr quasi inexistent ist. Das heißt, es stellt sich ganz praktisch im Alltag die Frage, wie komme ich zum Arzt oder zum Einkaufen? Vielleicht brauche ich aber auch Hilfe beim Waschen und beim Anziehen, beim Einkaufen und Putzen, also bei der Haushaltsführung. Oder ich fühle mich einfach nur einsam. Das heißt, ich hätte vielleicht gerne jemanden an meiner Seite, der mit mir Gesellschaftsspiele spielt, Fotoalben betrachtet, Geschichten erzählt und so weiter und so fort. Und in vielen Fällen ist es so, dass die Kinder und Enkelkinder zwar unterstützen möchten, sich aber nicht in Vollzeit um eine pflegebedürftige Person kümmern müssen, weil sie ja noch ein eigenes Leben haben und arbeiten. Das heißt, in solchen Fällen wird unter Umständen die Unterstützung durch einen Pflegedienst erforderlich. Hierbei kann es aber zu zwei Problemen kommen. Das erste Problem ist ein Akzeptanzproblem, was ich selbst auch schon im eigenen Familienkreis festgestellt habe. Die alten Menschen fragen dann, warum helfen mir nicht meine eigenen Kinder? Ich habe doch früher so viel Zeit damit verbracht, für sie zu sorgen. Das ist ein Argument, das aus meiner Sicht nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Aber anders als in früheren Generationen, wo die Frauen nicht berufstätig waren und sehr viel Zeit damit verbracht haben, sich um den Haushalt und um die Familie zu kümmern, sind heute Frauen und Männer gleichermaßen berufstätig. Manche alten Menschen sagen dann auch, ich kann meinen Alltag doch noch wunderbar alleine bewältigen und ich will keine Fremden in mein Haus lassen. Auch das ist ein durchaus nachvollziehbares Argument. Ein weiteres Argument älterer Menschen ist oft, dass die Pflegedienste, die sie dann ins Haus lassen müssen, den Alltag durcheinander bringen. Das kenne ich ganz gut von meinen eigenen Großeltern. Wenn der Pflegedienst morgens um 6:30 an der Tür klingelt, dann ist das ja auch alles andere als angenehm. Kurzum, es kann also seitens der Pflegebedürftigen zu Akzeptanzproblemen kommen. Ein weiteres Problem ist eher administrativer Art. Ich muss zunächst einmal den Grad der Pflegebedürftigkeit feststellen lassen. Wie läuft das genau ab? Früher gab es in Deutschland 5 Pflegestufen. Diese wurden dann abgelöst durch 5 Pflegegrade. Um den Pflegegrad zu ermitteln, schaut man sich genau an, wie der pflegebedürftige Mensch noch in seinem Alltag zurechtkommt. Also seine Fähigkeiten, seine Selbstständigkeit und die individuellen Einschränkungen stehen im Mittelpunkt. Die Pflegeversicherung zahlt sowohl Pflegesachleistungen als auch Pflegegeld. Und zwar angelehnt an die Schwere der Pflegebedürftigkeit. Das heißt, man schaut sich an, wie sehr derjenige körperlich eingeschränkt ist und wie sehr er geistig und psychisch eingeschränkt ist, zum Beispiel durch eine Demenz. Die Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgt dabei durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, den MDK. Normalerweise wird hierzu ein Termin vor Ort im Haus des Pflegebedürftigen bzw. des Antragstellers vereinbart.
Aber in Zeiten von Corona geht das zum Schutz der Antragsteller eben nur telefonisch. Auch das muss nicht unbedingt von Vorteil sein, denn der medizinische Dienst kann sich so kein reales Bild von dem Antragsteller machen, sondern muss sich eben auf die telefonischen Angaben verlassen. Bei dem Gespräch mit dem Antragsteller arbeitet der medizinische Dienst einen Fragenkatalog ab, der 6 Lebensbereiche abdeckt: die Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen oder Belastungen und die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Was bedeuten eigentlich diese 5 Pflegegrade genau? Sie zeigen an, inwiefern der Antragsteller Unterstützung in diesen 6 Lebensbereichen benötigt, und zwar durch andere Personen. Es geht also um den Grad der Selbstständigkeit. Je höher der Pflegegrad ist, desto mehr Beeinträchtigungen bestehen und umso größer ist der Unterstützungsbedarf durch andere Personen. Bei der häuslichen Pflege wirkt sich der Pflegegrad zum Beispiel auf das Pflegegeld aus, das der Antragsteller bekommen kann. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Pflegegeld erhält der Antragsteller. Beim Grad 1 ist nur mit geringen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten zu rechnen. Und das steigert sich dann nach und nach bis hin zum Grad 5, wo man es eben mit schwersten Beeinträchtigungen und mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung zu tun hat. Mein Tipp wäre eigentlich immer, dass man, wenn Unterstützung durch Angehörige in irgendeiner Form möglich ist, sich zumindest mal einen Ersatzschlüssel von der eigenen Großmutter oder dem eigenen Großvater geben lässt. Denn es kann ja immer sein, dass es der pflegebedürftigen Person einmal nicht gut geht und dass man dann spontan irgendwie ins Haus gelangen muss, wenn die Großmutter auf das Klingeln oder auf den Anruf hin nicht reagiert. Eine weitere Möglichkeit, sich als Pflegebedürftiger ganz spontan in einer Notsituation Hilfe zu holen, ist ein sogenannter Notrufknopf, der wie eine Armbanduhr um das Handgelenk geschnallt wird. Dieser Notrufknopf ist entweder mit einer privaten Telefonnummer verknüpft, zum Beispiel von einem nahen Angehörigen, oder man kann dort auch direkt die Nummer eines Rettungsdienstes hinterlegen. Außerdem gibt es noch Seniorenhandys mit großen Tasten, die meist auf der Rückseite des Geräts auch wieder so einen großen Notrufknopf haben. Außerdem würde ich empfehlen, dass man in jedem Fall, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, seinen Angehörigen Vollmachten für den Notfall erteilen sollte. Zum Beispiel eine Vorsorgevollmacht. Das war die häusliche Pflege. Und dann möchte ich jetzt noch auf die stationäre Pflege eingehen. Die stationäre Pflege kommt dann zum Tragen, wenn die Pflege zu Hause nicht mehr bewältigt werden kann und wenn auch keine anderen Formen der Pflege möglich sind. Zum Beispiel, weil die Kinder und die Enkelkinder sehr weit weg wohnen. Stationäre Pflege wird von der Deutschen Pflegekasse ab dem Pflegegrad 2 finanziert. Die Unterbringung erfolgt dabei meist in einem Alters- oder Pflegeheim. Das Ganze ist natürlich mit Kosten verbunden. Hierbei trägt der Pflegebedürftige einen Eigenanteil und ein Anteil wird von der Pflegekasse übernommen. Und dieser Anteil wiederum hängt natürlich vom Pflegegrad ab. Wie ich schon sagte, das ist ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, dessen muss man sich bewusst sein. Ein weiterer Nachteil ist die Gefahr der Vereinsamung. Denn obwohl die älteren Menschen dann zwar augenscheinlich unter Menschen leben und viel Gesellschaft haben, vermissen sie doch ihr Zuhause, ihr gewohntes Umfeld und ihre Familie. Außerdem besteht in Zeiten von Corona eine zusätzliche Gefahr, denn die Medien berichten vermehrt von Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen. Da ich selbst teilweise pflegebedürftige Großeltern habe bzw. hatte, habe ich mich in letzter Zeit oft gefragt, wie möchte ich eigentlich leben, wenn ich einmal alt bin?
Meine spontane Antwort wäre auch ganz klar, ich möchte zu Hause leben, solange es irgendwie geht. Vielleicht ziehe ich ja sogar in eine Wohngemeinschaft mit anderen Senioren. Auch sowas gibt es. Aber wer weiß schon, welche Einstellung man einmal dazu haben wird, wenn man einmal alt ist. Wird man dann vielleicht sogar sagen, ich habe mein Leben gelebt, ich möchte keine große Unterstützung, ich möchte meinen Alltag alleine bewältigen, solange ich kann. Schlussendlich ist die Entscheidung für ein Pflegemodell immer sehr individuell und muss die Gegebenheiten im Leben einer jeden Person berücksichtigen. Das Wichtigste ist meines Erachtens, dass man vor allen Dingen die Wünsche des Pflegebedürftigen berücksichtigt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.